Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Crossout Spaß. Ich habe wieder ein bisschen Cash und will mal schnell am Markt gucken, ob ich eventuell was Cooles verkauft habe. Ah, mein Uran habe ich direkt verscherbelt, was ich als Bonus bekommen habe. Und ja, voll, die Reifen sind auch weggegangen. Ich habe viel Schrott gehabt und da habe ich einfach so Reifen gebaut, weil die relativ teuer waren. Ihr seht hier, ein Reifen für 98, das ist sehr gut. Aber man kriegt ja immer zwei. Und da können wir gut Cash machen. Also im Moment, es kommt immer drauf an. Ich habe jetzt einfach gedacht, ich baue ein paar teure blaue Teile. Ein sehr guter Preis. Wären hier so um die 200, aber wie ihr seht, sind die Sachen gerade relativ billig. Hier ist höchste sind 156. Und wenn ich natürlich für den Schrottpreis, wobei ich glaube, Reifen kosten sogar nur 600 Schrott, oder? Ja, die kosten nur 600 Schrott. Oh, die sind aber teuer. 124 für einen Reifen, das wären ja 250 und das für 50 Schrott weniger. Das ist natürlich mega. Und die Reifen hier, die sind doch auch nicht teuer. Die kosten nur 15, oder? Jo, ich baue mal ein paar. Wenn ich dann wieder genug Schrott habe, kann ich natürlich was basteln. Ach, jetzt ärgere ich mich, dass ich hier diesen scheiß Recycling-Dings da gemacht habe. Da kam echt nur Dreck dabei raus. Aber irgendwie habe ich Lust, dieses Recycling nochmal auszuprobieren mit so ganz viel Schrott. Aber das Traurige ist halt, ihr seht, ich habe hier meine weißen Teile schon weg. Zwei Höhlenlampen habe ich noch. Die Sachen hier kosten zwar nicht viel, aber ich finde es halt ein bisschen tragisch, dass man die Sachen dann aus dem Spiel nimmt. Ich mal gerade gucken, wie viele da angeboten werden auf dem Markt. Ja gut, es sind noch viele da. Ich kann ja schon mal... Nee, ich kaufe nichts jetzt. Nein, ich scheiß drauf. Aber irgendwie will ich mal, wenn ich so ganz viel Schrott habe, das einfach so 5-6 Mal machen. In der Hoffnung, einfach mal so was richtig Gutes zu bekommen. So, hier so eine Hupe. Bei Farben kann man es ja auch machen. Bei Farben kann man dann Materialgold kriegen, aber ist auch Recycling, ja. Materialgold ist schon sehr teuer und Chrom hätte ich halt gerne. Photochrom kostet noch so 1700 oder so. Aber ich habe halt nur Coupons gekriegt, deshalb ist es ziemlich beschissen. Vergütungskiste. Vergnügungspark. Gut, ich habe mir das Vergnügungspark-Ding mal gekauft. Aber was ich wirklich brauche, ist hier Bigfoots. Ich will 6 Bigfoots fusen und ich brauche Schrott. Drähte. Ihr seht es hier. Oh Gott, Kupfer brauche ich auch. Aber Kupfer ist nicht so das Problem. Jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich wieder 1000 Kupfer verkauft habe. Aber dadurch, dass ich meine 10 Raids eh machen muss, und ich teilweise pro Raid so 300 bis 500 Kupfer bekommen, also mit 10 Raids, da habe ich ja nochmal 5000 extra, da reicht das auch. Also 9000. Ne, ich muss 6 mal fusen. Also 6 mal 9 sind 450. 5400. Okay, da brauche ich nur noch 300 Kupfer, das ist kein Problem. Batterien hatte ich mir hier über die Punkte gekauft. Und Plastik. Ich brauche ganz viel Plastik. Und deshalb mache ich jetzt Plastik-Raids. Ich habe schon 3 vorhin gemacht. Ja, Grenzverteidigung, perfekt. Das gibt auch ordentlich. Warum startet es nicht? Oh nein, die haben sich gerade geändert, oder? Ach nee, es geht doch los. Faszinierend. Ich hatte einen gemacht, da waren wir nur zu dritt. Da habe ich 55 Plastik gekriegt. Bei den anderen zwei habe ich 45 gekriegt. Was aber auch okay ist, also man kann sagen, so grob über den Daumen gepeilt, 3 Raids, das habe ich 150 zusammen. So muss ich 18 Raids machen. Um 6 mal. Oder? Nee, warte mal, ich brauche nur 150. Doch. 3 Raids wären 150, grob über den Daumen gepeilt. Kleines bisschen weniger. Aber wenn ich das 6 mal mache, sind 18, also muss ich 18, mindestens 18 Plastik-Raids machen. Okay, okay. Ich habe irgendwie Bock, mal wieder zusammenzufarmen. Ich habe Plastik ewig lang nicht gemacht. Die ganzen Wochen, wenn ich Plastik gebraucht habe, habe ich sie mehr gekauft, aber ich habe Bock, mal wieder zu grinden hier irgendwie.
Schon mal der Oldschool wie am Anfang, als ich kaum Coins hatte und so. Gucken, wie schnell das geht jetzt hier mit dem Raid. Ich sag mal, 2 schaffen wir in einer Folge. Ich glaube, so 10 Minuten dauert es schon. Geht ein bisschen schneller als die schweren, weil die halt... Oh, es leckt aber, seht ihr das? Oh ja, es leckt hässlich. Das ist nicht schön. Die drehen sich so verdammt langsam. Ich müsste mal gucken. Ich glaube, ich habe hier einen Hot Red drin, aber eigentlich... Könnte ich mir in das Auto auch einen Golden Eagle einbauen? Ich glaube, Golden Eagle war das, dass die sich schneller drehen. Nee, das war der Aggressor, oder? Ich guck nachher mal. Golden, ja genau. Golden Eagle ist das rollenbasierte Fahrwerke schneller fahren. Also Ketten oder Omnis. Na, ich habe gerade keinen Aggressor. Aber ich habe jetzt ziemlich viele Kühler. Nee, in dem Trombone-Auto habe ich so viele Kühler drin. Kühle habe ich denn hier drin? Das Cyclone verbraucht 5. Und ich habe 2 Cyclones, also 10 Energie. Die Aurora hat 4, also bin ich bei 14. 2 Kühle habe ich noch drin. Na gut, eine würde vielleicht sogar reichen. 2 sind halt cooler, weil ich kann halt viel länger schießen. Allerdings ist es im Raid nicht ganz so wichtig. Andererseits, wenn ich mich hier so bewege, wenn ich nicht gerade so doof wie eben so eine Runde fahre, während der Gegner hinter mir steht, dann drehen die sich auch schnell. Also. Ach, ich glaube, ich lasse das Auto so. Ich rage jetzt schon so lange mit dem Auto. Ich könnte nur gleich mal gucken, ob Tagesaufgabe vielleicht eine Kanone ist. Wenn die Tagesaufgabe natürlich ist, Runden mit der Kanone zu gewinnen, da könnte ich auch das Doppel-Mammut-Auto nehmen, weil bei so einem hier bei so einem leichten, also mittleren Raid. Da ist auch kein Problem mit dem Mammut-Auto. Ich habe auch mit dem Mammut-Auto schon schwere Raids gemacht. Geht auch. Man muss halt immer ein bisschen genauer zielen. Allerdings finde ich es manchmal ganz cool als Zielübung. Aber ich glaube mit dem, dadurch, dass ich jetzt die Rohstoffe wirklich mal brauche und es nett mache für die Engineer-Punkte, wäre es wahrscheinlich mit Cyclone besser, weil mit Cyclone kriege ich mehr Punkte. Kann ich alle Autos einmal anschießen. Und Mammut ist eher so, du schießt die an, jemand anders bringt sie um. Kriegt mir nicht so viele Punkte. Hier ist es so, wenn kein Ratchet dabei ist, bin ich oft Erster. Hier ist auch, glaube ich, kein Ratchet dabei gerade. Ist so ein Thrasher dabei. Oh Gott, ich ziele aber gerade ein bisschen seltsam. Ah, der ist schon geplatzt. Obwohl. Und ich mache halt einen Kühler raus und baue mir einen Doppler ein. Das habe ich vorhin überlegt. Habe ich hier nur so ein blaues Radar und das ist auch schon wieder abgefallen, sehe ich. Das ist nämlich unten dran. Ich könnte mal gucken, ob ich das Radar vielleicht hinten reinkriege. Oder ich baue mir halt von Lunatics dieses lila Radar, was auch keine Energie verbraucht. Ja, ich glaube, ich baue nachher mal ein bisschen um. Weil hier hinten seht ihr, habe ich den Kasten dran mit mehreren so Platten. Wenn ich das einfach so ein bisschen weiter nach hinten baue, kann ich das Radar vielleicht da dazwischen bauen, weil irgendwie fällt es unten sehr schnell ab. Und ohne Radar ist ein bisschen doof. Weil müssen wir mal gucken, wo sind die Gegner jetzt? Und dadurch, dass ich ein Radar sowieso drin habe, kann ich es auch so positionieren, dass es einfach nicht so schnell abfällt. Das wäre wahrscheinlich besser. Und erfahrungsgemäß ist hinten, wo hier dieser Aufkleber drauf ist, da. Hinten, wo dieser Aufkleber mit dem Adler drauf ist, da seht ihr hier, das sind 3 Platten. Wenn ich die Platten einfach weiter hinter mache und dann das Radar da dazwischen, das sollte gehen. Ich glaube, da ist genug Platz. Letzte. Da.
Das geht echt schnell, so ein normaler Raid. Hooper habe ich auch am Start. Oh, da ist schon der zweite Boss. Schaffen wir das rund 5 Minuten? Naja, obwohl, 5 Minuten sind eigentlich schon rum. Ich glaube, als ich hier 5 Minuten auf die Uhr habe, ging es gerade los. Boah, der hat es voll auf mich abgesehen. Brennt. Aber ist nicht schlimm. Ich habe noch alle Waffen. Und selbst wenn die einmal kaputt geht, ist ja auch scheißegal. Sind die hier drüben? Ah, da sind sie. Ja, ich baue auf jeden Fall ein bisschen um. Dass der Radar nicht so schnell abfällt. Weil, wie ihr seht, ich krieg hinten gut. Jetzt ist die eine Platte der abgefallen, aber. Da sind ja mehrere dran. Ich glaube, wenn ich das Radar hinten reingebaut hätte, wäre es nicht abgefallen. Ach nee, ach so, jetzt. Ich wollte gerade sagen, die Platte ist ja noch da. Ich habe ja ein frisches Auto. Herrlich. Jo, ich kann den Turm hier verbessern. Letzte Welle am Start. Ja, gut, und also 5 Minuten, wenn wir nicht schaffen, aber so wie es aussieht, bleiben wir unter 10 Minuten, was auch gut ist. Dann kriegen wir doch relativ viele Raids gemacht. Und dadurch, dass ich die letzten Tage wieder mit dem Destructor-Auto gespielt habe, habe ich auch wieder ordentlich Benzin gefarmt. Ich bin wieder bei 1900. Aber die Batterien müssen ja auch noch gefarmt werden. Die Drähte. Glaube ich. Aber das ist ganz cool, weil wenn ich Drähte farm, nehme ich eben das Destructor-Auto. Und mit dem Destructor-Auto schaffe ich es halt auch relativ oft noch Benzin zu holen. Gerade wenn wir in der Gruppe spielen. Wenn ich allein spiele, ist es so lala. Da kommt es natürlich immer aufs Team drauf an. Aber wenn wir zwei Leute sind und ich habe das eklige Destructor-Auto und wir beschützen uns, oh, dann ist es echt stark. Ich vorhin wieder eine Runde gemacht, da habe ich zwei Leute komplett entwaffnet und einen gekillt und trotzdem haben wir verloren. Das ist immer tragisch. Diesen Runden, da denkt man sich so, was machen die anderen eigentlich? Also ich muss sagen, ich war der eine. Also. Aber wenn man einen Kollegen spielt, der auch ein cooles 9000er Auto hat oder gar zu zweit oder zu dritt ist, im besten Fall natürlich zu viert, dann ist es Benzinfarben extrem einfach. Jo! Ich habe auch einmal getestet in Raids. Da hatte ich irgendwie ein paar Mal wenig Punkte und war nur so Dritter oder Vierter. Und dann habe ich angefangen, die Reifen wegzuschießen von den gegnerischen Autos. Und auf einmal war ich Erster. Also ich glaube, Waffen und Reifen wegschießen gibt auch massiv Punkte im Raid. Also wenn ihr irgendwie Probleme habt und denkt, oh Mann, ich krieg die Autos gar nicht kaputt da, die anderen machen die immer kaputt. Schießt einfach auf die Reifen oder auf die Waffen. Da kriegt ihr auch einen Haufen Punkte. Weil je nachdem, wie viele Punkte man hat, umso mehr Sachen kriegt man ja dann am Ende. Und es kann ja doch einen Ausschlag machen, wenn ihr jetzt hier Rohstoffe farmt. Weil ein Kumpel von mir zum Beispiel, der macht nur bestimmte Raids. Der macht nur hier diesen Grenzverteidigung. Oder Grenzverletzung, wenn jetzt Krieg um Feuer oder so, das macht er gar nicht. Weil da sagt er immer, nee, da kriege ich zu wenig Rohstoffe. Und Stahlwiege macht er auch nicht, weil Stahlwiege kriegt man halt am wenigsten. Aber ich mache manchmal, wenn ich halt abends noch 200 Benzin habe, da mache ich auch mal schnell Stahlwiege oder halt Krieg um Feuer, weil die einfach schnell gehen. Wenn die natürlich zur Auswahl stehen. Aber wenn ihr jetzt für euer Benzin das Maximale rausholen wollt,
dass sie gucken, dass sie immer Grenzverteidigung oder Grenzverletzung macht. Da gibt es immer am meisten. Danach kommt dann gleich das mit dem Konvoi da. Entweder Konvoi oder der letzte Gleitzug halt. Geben auch gut. Ah, ist schon der letzte. Ja, sind wir doch bei 9 Minuten, glaube ich. Was ist denn seine scheiß Kabine? Hier oder was? Jawohl. Ja, 45. Nicht wahr? Ja, zweiter, aber er hat gut. 1700 war schon ordentlich. Der andere doch Ratchet gehabt. Der war einfach so stark. Obwohl, es könnte auch der andere Cyclone-Mann gewesen sein. Der war ein bisschen schneller als ich. So. Ich nehme mal das Radar hier unten weg. Guck mal, ob ich es irgendwie hinten dran kriege. Da kann ich auch eigentlich die Platte hier. Ja, obwohl, die habe ich ein bisschen, damit die den Motor noch schützt. Falls ich mal bei Feuer fahre. Ich habe schon eine Idee, wo ich das hinmachen will. Ach, hier habe ich zwei so Stoßstangen. Na gut, das wird ein bisschen problematisch. Die Stoßstangen kann ich nicht ans Radar dran bauen. Ah, das braucht auch 6 Dinge. Also ist zu hoch, dann behindert es mein Cyclone. Aber so tief geht es scheinbar wegen dem Big Gram nicht. Das ist doch schwieriger als gedacht. Hier so machen, sonst sieht es blöd aus. Jetzt vielleicht. Ah, es lag in dem Auspuff. Okay. Hä, hängt der hier nicht dran? Doch. Hin. Wieso geht das jetzt nicht? Ach, wegen denen.
ich den wieder hier dran? Ich glaube, so ist ziemlich massiv. Ein Teil habe ich sogar noch. Wo muss ich das jetzt hin? Ach, hier so eins, hier drüben. Ja, komm. Wie wiegt denn das? Oh ja, das passt noch hin. Das ist erstmal so ein Test jetzt mal. Aber ich glaube, hier neben diesen nicht so schlimm. Ich habe hier noch genug Stoßstangen und alles. Ja, Benzin auffüllen. Aber ich denke, der Radar ist jetzt ziemlich stark gepanzert. Ah, jetzt ist der Krieg um Feuer da. Naja, einmal mache ich ihn. Jetzt habe ich aufgefüllt. Da haben wir auch gleich den direkten Vergleich, dass der Krieg um Feuer nicht so geil ist. Ja, drei Leute wäre ganz cool, dann kann man, ist doch ein vierter da. Der hat ein bisschen wenig PS, das ist gut, da kann ich dir ein bisschen Punkte klauen. Das ist natürlich für ihn nicht so geil. Andererseits ist es für ihn auch cool, weil wir den Raid, denke ich mal, auf jeden Fall schaffen werden mit 2 14.000. Ah, mit 7 und 9.000 schaffen die es auch locker. Okay, für das eine Teil hätte ich vielleicht sogar noch ein Funkgerät einbauen können. Aber das Funkgerät macht ja den Radar dann für die anderen und erhöht, glaube ich, auch die Reichweite ein bisschen. Ach, da ist ja einer. Ist aber die schmale jetzt vorne, das ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Und hinten ist halt extrem massiv. Die Stoßstange und den Screenern. Ich muss mal gucken, ob dieses lilane Radar von den Lunatics, ob das auch noch, oder war das von den Nomads? Ich bin jetzt sicher, irgendwelche haben so ein lilanes Radar, was keine Energie verbraucht. Aber ich glaube, das ist auch noch mal größer als das blaue.
Wenn es genauso groß wäre, wäre es natürlich mega, weil dann hätte das Auto sogar 15.000 und ich hätte ein Radar, aber das ist schon mal gut. Weil das andere ist echt schnell rausgefallen, unten das Radar. Ich hatte es so oft am Anfang vom Raid. Ein Gegner fährt mir unten zwischen die Beine und zack, das Radar weg. Ich habe jetzt nicht auf die Leben geachtet. Es könnte sein, die Leben vom Auto müssten ein bisschen niedriger sein. Weil Stoßstangen haben ja nicht so viel Leben. Also Stoßstangen zählen gar nicht zu den Leben dazu. Aber dafür ist das Heck halt extrem massiv. Ich glaube, ich war bei 3.100. Aber ist nicht schlimm. Stoßstangen sind eigentlich besser. Was gut war an dem anderen, die Leben waren halt mit vorne dran. Aber die waren nur so vorne seitlich und selbst auch nicht so schlimm. Es leckt immer noch. Seht ihr die Lecks auch? Das läuft nicht so richtig geil. Boah, ich muss die kleine Drohne wegmachen. Ne? Die hören sich immer so gefährlich an, diese Grenadierdrohnen. Echt übel. Ah, wir haben Pocky dabei, scheinbar. Totov, der hat aber echt einen niedrigen Pocky, also mit 14.000 ist relativ niedrig. Ja gut, der hat Räder dran. Die Porkys, die so viel haben, die haben halt meistens dann 12 Düsen oder so dran. Und allein mit dem Hofer, die haben immer mehr PS dann. Ach, bis ich da hinten bin, hat er den doch. Nee, der brennt. Schafft's scheinbar doch nicht. Ja, ist ein bisschen entspannter im Bretter. Also ich hatte ja eh drin, aber halt. Der wäre schon längst wieder abgefallen, glaube ich. Oh, unser Auto ist schon rübergefahren. Oh, shit. Du hast was geplatzt. Das war der Generator, glaube ich. Jawohl. Ah, sieht so aus, als überlebe ich sogar.
Hallo. Aua. Ja, das Heck ist noch komplett unversehrt. Scheint jetzt, eigentlich hätte doch das Radar den jetzt anzeigen müssen. Ja, ich denke, die Kiste speichere ich so ab. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Oh, ich weiß der, jawohl. Das, obwohl ein Pocky dabei war. Aber ihr seht, 25. Oh, 20 Plastik wenige. Nee, das lohnt sich nicht. Nee, das mache ich nicht. Gut, dann habe ich meine Raids heute erledigt. Das ist auch ganz gut. Und die Folge ist sowieso vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Crossout-Spaß. Tschüss.